Hallo meine Lieben, ich habe vor 2 Wochen ungefähr das folgende Kurzvideo vom Heimberger Bienchen Elsa gesehen. Und naja, guckt sich an. Daraufhin habe ich bei Elsa angefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass sie für mich auch so einen Stempel macht mit meinem Bastelbären drauf. Und ihr glaubt es kaum, sie hat gesagt ja. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was daraus entstanden ist. Na und wo ich schon mal so einen wunderschönen Stempelhalter hatte, dann wollte ich natürlich auch das Stempelkissen passend dazu haben. Gleiche Farbe, passende Größe. Und wie das natürlich mit Stempelkissen so ist, da muss auch was rein. Also ich habe dann ein Stückchen Hartfaserplatte genommen, ein Stückchen Schaummaterial und habe da einfach Leinen drüber gezogen und habe es festgeklebt. Das habe ich dann in das Döschen reingemacht, wie hier zu sehen. Und dann gab es noch eine große Überraschung in meinem Schrank, nämlich das hier. Alpha-Stempelfarbe aus den tiefen DDR-Zeiten. Damals noch richtig billig, heutzutage sauteuer. Das habe ich dann drauf gemacht. Das funktioniert immer noch nach über 30 Jahren. Und bitteschön. Heute kam dann endlich der lang ersehnte Brief mit dem Gummistempel, der erst noch eine Reise über Berlin gemacht hatte. Und ich hatte dann Elsa gefragt, wie man das am besten aufklebt. Ich hatte es nämlich erst mit Kontaktkleber versucht, denn da hat es immer mit Wasser wieder abgelöst. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass PLA am besten mit Sekundenkleber zu verkleben ist. Und Elsa meinte dann auch, das Gummizeug, diese Gummimatte, kann man ziemlich gut mit Sekundenkleber behandeln. Wie ihr seht, hat's funktioniert. Naja, das mit dem Stempeln muss ich wohl noch ein bisschen üben, aber das sieht schon ziemlich gut aus, finde ich. So ihr Lieben, jetzt habt ihr es gesehen, das ist ein total schöner Stempel geworden. Ich finde es auch ganz toll, dass es irgendwie alles in Rot ist. Sehr verdächtig. Okay, ich verlinke euch mal den Kanal von Elsa, die hat nämlich auch noch ein Video dazu gemacht, wie sie den Stempel produziert hat, von mir den. Und ich habe es selber noch nicht gesehen, ich lasse mich mal überraschen. Ja, da oben, ihr wisst schon, da zu finden. Ansonsten, und tschüss.